Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Sleeping Dogs. Ja! Mach immer gleich das Gefährt, aber wir steigen jetzt mal aus. Klettern vorne raus. Fängt schon geil an, weil wir da nicht anders rauskommen. Und holen uns mal ein anständiges Gefährt. So, naja gut, anständig ist natürlich relativ. Es ist leider auch nur unser 600er Coupé, aber mein Gott, was wollen wir machen? Und begeben uns dann direkt mal, ich glaube, eine Ansehensmission haben wir hier erstmal nicht mehr. Ne, wir haben verschiedene Straßenrennen, wir haben Hahnenkampf, den ich bis heute noch nicht gesehen habe. Warum auch immer nicht, weil ich den nie finde. Dann machen wir Mr. Choose, ne, Mrs. Choose, Rache. Yes! Also vor der Mrs. Choose hätte ich auch Angst. Ich gehe mir mal vorher noch hier den Dings holen. Von dem ich die Polizei nämlich abgehalten habe beim letzten Mal. Können wir eigentlich noch wen anrufen? Frage ich mich jetzt gerade mal. Roland, Autoservice und Tran. Okay. Ich rufe, glaube ich, gleich erstmal den Roland an, nachdem ich gebetet habe. So, den Roland wollen wir gerne anrufen. Was ist denn, wer ist das denn? Ach so, der ist das. Nee, ich hab keinen Job. Yeah, sure. Samson Gao. Your typical deadbeat. Moron is hiding out on an overpass in North Point. Thinks nobody knows he's there. He's wrong. Tja, jetzt weiß ich doch, wer Roland ist. Der eine. Vor dem Haus von Mr. Tudor. Tran. Was? Ach so. Ach Mist, mein Controller ist leer. Wir sehen uns gleich wieder. So, Controller wieder angeschlossen. Dann rufen wir nochmal Tran an. What's up, Tran? You looking for anything in particular? I need a coupe. Stand by for details. Coupe. Naja, gut, das heißt. Naja, ist klar. Ich möchte gerne aber raus. Komm ich aber nicht. Nee, ich möchte nicht in das Auto rennen. Ups, verdammte Scheiße. Sorry, war aber leider kein anderer Weg raus. Drogenrazzia, nee, möchte ich nicht. Ach so, das war der Cop. Ja, habe ich doch richtig gedacht, dass Roland der Cop war. Ja, der eine, der uns die ganze Zeit von den Missionen abziehen will. Ja, ich verstehe. So, wir machen jetzt aber erstmal eine normale Triaden-Mission. Dann fahren wir noch erst mit dem Motorradfahrer hier platt. Ach, da ist mein Finger wieder. Oh, so. Heieiei, über die. Mann, ich wollte sagen, was Pet gerutscht, aber jetzt werde ich hier davon abgelenkt, weil ich gegen irgendwelche Kacke hier fahre. Okay, hallo? Okay. Frisky! Okay, knapp 400 Meter noch, beziehungsweise ein bisschen mehr, aber das ist ja egal. Hart um die Kurve und hart, ja, so parkt man übrigens ein, also wenn ihr bald eine Fahrprüfung habt, wisst ihr Bescheid, einfach das Auto vorne und hinten wegschieben. Mrs. Chu, I was just stopping by to see if there was anything you needed. I know it's no consolation, but I got a look at one of the gunmen from the wedding. Now I will find him, and I'll make him tell me who's responsible. Msai, 你揾到佢, 你帶佢嚟呢度。 你拎佢俾我啊！
Winstons Mutter ist bestimmt genauso hart wie er. Wenn nicht sogar härter. Ricky, it's Way. Shit, Way. How are you holding up? I got a lot of loose ends to clean up. I need an outsider for a couple things. You got Johnny Ratface's number? Johnny Ratface? Man, stay away from that lunatic. You give him a job, you're gonna have to steam clean your conscience when he's done. You know what I mean? Yeah, I know all about him. He's my man. I guess you know what you're doing. Ratface. Och nee, nicht schon wieder. Och nee, warum fangen die jetzt mit diesen blöden Missionen an? Die sind einfach nur kacke. Die sind einfach nur blöd. Weil die basieren halt einfach auf Zufall und ich mag alles, was auf Zufall basiert, mag ich nicht. Deswegen spiele ich auch kein Roulette oder kein irgendwas. Das Einzige, was ich spiele, ist Poker, weil das basiert zu 40% auf Glück und zu 60% auf Können. Aber alles andere, was nur auf Glück basiert, finde ich absolut Mist. Und das ist nämlich genau das Gleiche. Hier basiert es auf Glück, welchen Punkt du triffst. Und das finde ich einfach nur doof. Jetzt kann ich noch nicht mal dem Gespräch lauschen, weil ich mich darauf konzentrieren muss. Hey, is this Johnny? Yeah. Friend sent me to you. Works with a lot of movie stars, know what I mean? So? So I got a problem. He said you could help me. I'm busy. Wait, please. Look, I trade diamonds down in Central. My partner took off with all our stock. And by the time the cops look into it, he'll be halfway to Shanghai. I'll never get them. Got you, fucker. Na toll. Ist super, denn dadurch kann man nämlich auch das Gespräch nie zu Ende hören, was auch extrem blöd ist. Ach man. Falsche Straße, aber ist egal. Oh, das war schön. Das war schön. Muss ich mich auch mal selber loben. Oh, you love it, baby. I promise. Are you insane? Think of all the money we'll make. This is our future, you and me. Fuck you, asshole. I'm not taking off my clothes for you or anyone else. Ups. Ich hau. Tja, da vorne ist er, okay. Was? Warum muss ich ihn jetzt. Warum? Ich hab gedacht, wir wollten Geschäfte abwickeln, hä? Yeah, Roundhouse Kick. Ja, machen wir das doch einfach so. Boah, das Radkreuz hält ganz schön lange. Gerade in dem Moment gesagt, als es kaputt ist. Verdammt. Ja, renn weg. Komm. Ich schmeiß jetzt eh hier bei den Dings. Was? Ja, toll. Ihr zieht euch so an und seid ja ein. Ach, naja, egal. Da ist ein Boot. Komm, ob man. Ob man mit Booten fahren kann? Bestimmt. Bin ich schon mal mit einem Boot gefahren? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich bin noch. Nee, ich bin noch hier mit keinem Boot gefahren. Wow. Wow. Ich mache jetzt zuerst fertig. Eieiei. Ich muss unbedingt den anvisieren. So, den schlage ich. Ah! Nein! Ich wollte das Messer nicht wegwerfen, verdammt. Egal, dann mache ich den jetzt halt auch noch so fertig. Ist kein Problem. Jetzt brauche ich noch das Messer. So. Der ist irgendwo hier vorne. Hey, you! Alter. Junge, komm mal klar. Eieiei. Ey, das ist einfach nur Mist. Hallo. Sehr schön. Glück gehabt.
Dass ich jetzt genau in dem Moment... Na, nein! Dass ich genau in dem Moment den Dings hier bekommen habe. Diesen Rage-Modus. Ja. Chill einfach mal. Tja. Blöd gelaufen, Kumpel. Also, echt blöd. So, kommen hier noch mehr? Nee, dann nehmen wir die Waffe mal mit. Ich finde es etwas unrealistisch, dass ich habe ein Holz da, in den ich die Knarre stecken kann. Da finde ich es unrealistisch, dass ich keine Dings tragen kann. Keine Pistole und das Ding gleichzeitig. Ne? Also, das würde, finde ich, zumindest ansatzweise Sinn machen. Ich finde es gut, dass es Bonuspunkte dafür gibt, wenn man einen Gegner trifft. Also, dass man die nur getroffen hat. Bei Hades gibt es natürlich viele Punkte, aber mit der Waffe Hades zu verteilen ist ein bisschen schwierig, auch wenn ich relativ gut auf den Kopf ziele. Weil es doch ein bisschen mehr Glück, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit der Pistole eher weniger. Aber doch, ich habe bis jetzt jedem einen Headshot verpasst. Coole Sache. Ich finde es schön. Ich finde es echt schön, dass sich das hier so ein bisschen abwechselt mit Schießen und mit Martial Arts kämpfen und so, das finde ich echt nett. Ja, ja, klar, Psycho und so. Ich. Wer beballert mich denn hier? Ich bin jetzt übrigens gleich tot, falls es euch auffällt. Das ist ein bisschen problematisch. Aber noch ein Schuss auf irgendwen und dann habe ich wieder meine lustige Anzeige voll. Ach, ich darf dich nicht verletzen, ne? Mhm. Ey, eieiei. Ich muss zuerst den da oben ausschalten. Da ist auch noch einer. Aber den anderen habe ich noch nicht ausgeschaltet. Verdammt, wie viel Munition haben wir noch? Wow. Okay, sehr schön. Yes. Bleibt ruhig dahinter. Yeeha. Sehr schön. So, jetzt haben wir wieder volle Muni, glaube ich. 100 ist, glaube ich, voll. Wenn ich mich recht entsinne. Oder recht erinnere. Ja, ist volle Munition. Und jetzt muss ich ihn eh verfolgen. Naja. See you later, motherfucker! See you later! Wow. Was? Alter. Schnell auf jeden Fall. Was? Geil, dafür krieg ich jetzt natürlich Negativpunkte, wenn ich den abknall, oder was? Treff ich den von hier aus? Nee, irgendwie nicht. Aber von hier aus. Ah, oh, da muss ich hier wieder verrenken machen, ey. So, komm. Super. So, wie viele haben wir noch vor uns? Okay, nicht mehr so viele. Das Auto ist jetzt auch gleich Schrott. Schätze ich jetzt einfach mal. Ja. Einen Schuss haben wir noch. Ach, wir haben ja echt volle Munition. Krass. Okay, das war's auch mit dem hier. Scheiße. Anderer Tunnel. So, der kommt da jetzt vorne raus. Ahaha. Macht er so einen Mega-Jump? Coole Sache. Wie macht man das noch? Ach ja, genau, mit A. Boah, mit dem Motorrad. Oh, ich fall gleich auf die Fresse. Komm, ey, komm. Komm, ich bin nah genug dran. Komm. Alter. Meine Güte. Beim Motorrad habe ich nämlich echt immer Angst.